Ich glaube, da hinten ging es nicht. Hier sind ja auch alle dann weggerannt aus Panik vor der Kälte. Ach, guck mal, da hinten ging ja nichts raus, ne? Zum Glück. Sieht ja eigentlich gar nicht so übel aus. Oh Gott, das ist ein Cooper. Ein Carmack. Was auch immer. Was ist der Unterschied zwischen Carmack und Cooper? Dass ein Carmack kein Cooper ist. Okay. Oder so. Was ist ein Carmack? Diese Magiedinger. Warum? Die eigentlich ja schon irgendwie aussehen wie Coopers, aber dann doch nicht. Ich dachte mir, die Schildkröten wären die Coopers. Ja, sind sie auch. Aber der Carmack ist da auch eine Schildkröte. Ja, irgendwie schon. Aber man sieht nie den Panzer von ihm, glaube ich. Oh, nicht Ruhe. Ich will sterben. Gib her. Ich bin verwirrt. Ich auch. Von was? Carmack und Coopers. Naja, Dings und ich weiß nicht, mit was man das vergleichen kann. Egal. Wir metzen fröhlich weiter und bringen Kevin gleich mal auf ein neues Level. Das wäre sehr schön. Gehen wir oben oder rechts lang? Dame entscheide. Jetzt sind wir schon halb rechts. Ich will das Vieh noch killen und dann können wir von mir aus. Ja, gut. Jeder Erfahrungspunkt ist lebensrettend oder so. Richtig. Sieht hier fast gut aus. Ja. Was? Was machst denn du jetzt hier? Bah, diese Kälte. Und ja, was wollt ihr? Erstmal kaufen. Weil du hast, ich habe gehört, du hast voll die guten Angebote. Voll billig. Schokolade. Kein Bonbon. Goldkrone habt ihr, ne? Genau. Ich hab die Waschbärmütze. Ein Lebenswasser können wir gerade holen. Haben wir das wieder drin? Den haben wir noch voll. Ja. Okay. Gut. Dann kann ich jetzt auch nichts mehr dran tun. Dann speichern wir doch einfach. Richtig, das können wir ausnutzen. Okay, jetzt mal im Ernst. Wer kommt auf die Idee, jetzt da im hintersten Eck von diesem komischen Gebiet einen Laden zu eröffnen? El Oasis. Okay. Ja, also wir haben 6 Level gemacht. Speichern wir mal. Nicht schlecht. Nicht unglaublich. Das ist nicht unglaublich. Doch, ist unglaublich. Ist unglaublich. Okay. Was wäre? Oh, ein Kröte. Was, eine Kröte? Schild, Kröte. Eine Kröte wie deine Schild. Sie ist deine Schildkröte. Kröte-Schild. Mein Waffenlevel erhöht, kann das sein? Habe ich nicht so wirklich mitbekommen, aber anscheinend, weil ich kann jetzt irgendwie länger aufladen. Oh, Kevin, hör auf zu sterben. Kevin, hör auf zu sterben. Das macht man nicht. Dann gibt es ja keine Bonbons mehr. Gucken wir gerade noch, wie lange Kevin noch braucht. Das haben wir auch schon ewig. Nein. Gucken wir, wie lange Kevin noch braucht. Noch. 874. Das sollte ja nicht mehr so viel sein. Kevin. Was hat er nochmal für einen Zweitwaffe? Die Klauen, ne? Aber da haben wir, glaube ich, auch nicht nichts Besseres bisher. Ich glaube nicht. Gut. Da kommt ein Wölkchen. Ein Wölkli. Verwölkt hier. Hier regnet's gleich. Hier regnet's gleich. Da draußen wirklich. Also, bei uns. Ach, Quatsch. Es ist nur ein bisschen wölkig, es regnet. Wie bist du jetzt gestorben? Hab ich mich auch gerade gefragt. Wieso stirbt Kevin gleich? Richtig. Erstmal Kevin retten. Wie er dann einfach nicht mehr Schaden bekommt. Mhm. Jetzt noch dich. Kevin, bei Fuß. Du bist doch gerade Kevin. Komm, lauf. Ach, ich bin Kevin. Okay. Ja, du bist gerade Kevin. Das wusste ich. Wieso auch immer, ekelhaft. Ja, killen wir noch das Vieh hier und dann. Irgendwas habe ich momentan im Hals. Ach komm, ich hau jetzt mit Kevin irgendwas raus. Ist mir zu gefährlich hier, ich habe Angst. Vesuvio mit Lavawelle auf beide. Alle, ja. Und los. Ich mag Vesuvios Angriffe. Die hauen gut rein, ey. Voll fett und so. Wer ist fett? Meinst du mich? Klar. Du bist fies. Stirb, Wolke. Ignorier es einfach, Wolke. Okay. Dann können wir jetzt auch nicht mehr helfen. Ne, also das war's. Wir wollten dich umbringen, aber nein, wenn du nicht willst, Pech. Wow. Komm jetzt, ich hau einfach weiter raus. Okay. Diesmal ist das teure Ding hier, das hier. Das levelt ja alles auf, das ist doch schön. Und wir haben eindeutig genug Walnüsse. Wow, hab ich gerade Schaden genommen.
Resüverecht, Level 1. Danke. Ich dachte mir immer so, wenn wir jetzt schon alle so halb tot sind. Ja, das ist eine gute Idee. Ja, der ist gerade sich selbst Eisklinge erzaubert. Ne, geh mal auf Blitz oder so, weil das ist ja gerade ein Level aufgestiegen. Ist ja alles so ein bisschen leveln. Es wird uns ja auch gesagt, dass wir da mal drauf achten sollen. Gut, vielleicht war es jetzt nicht unbedingt nötig, direkt den teuersten Zauber rauszuhauen, aber passt schon. Kevin, ne, Elektra Level 2, das ist sehr schön. Jetzt habe ich ihn gerade geheilt, ey. Jetzt bin ich ein Schneemann. Ein Seemann? Ein Schneemann. Ein echter Seemann. Ein echter Schneemann. Mit Seemann. Einer Karotte im Gesicht. Wow, warum haut das Vieh jetzt gerade so heftig rein? Zu spät, scheiße. Kevin ist doof? Boah, das ist fies. Warum stirbt der Idiot so schnell? Was machst du eigentlich gerade? Ach, er ist ja tot. Ja. Noch kann er zaubern. Das wird er aber nicht mehr ausführen. Ich will dieses Vieh eigentlich gerade nur... Endlich. So, jetzt noch das. So. Jetzt können wir gerade den nächsten Trank nehmen. Schrecklich. Mein jetzt haben wir nur noch zwei. Jetzt bin ich fast am Überlegen, ob wir nochmal zurücklaufen. Gerade um tot. Ob wir um die Ecke gehen und gerade nochmal die beiden Tränke nachkaufen. Ja, dann müssen wir uns auch wieder hier hochschlagen und dann sind wir wieder halb tot, weißt du? Hm. Sind wir jetzt geheilt worden? Nein, natürlich nicht. Kacke. Was war das denn jetzt? Du bist aus dem Gebiet gegangen, bevor mein Zauber abgeschlossen war. Ja, aber ich wollte das gar nicht. Ich will das so gar nicht. Ich will jetzt hier mal links laufen. Ich habe Angst vor den Viechern. Ich will rechts laufen. Ah, da wird auch nichts sein. Ey, irgendwie nerven die gerade. So ein ganz kleines bisschen. So, ja, ganz kleines bisschen. Die waren auch eben noch so kuschelig und einfach zu besiegen. Stirb doch, du verdammtes Fickvieh. Wie nennst du das? Fickvieh. Der heißt übrigens Lanston Cooper. Ich weiß. Also ist es ein Cooper. Es ist ein Cooper. Besiege es. Gut, weiter so. Du kämpfst sehr stark. Du hast die Macht. Schokolade. Och, die hätten wir gerade nehmen können, weißt du, wenn man sowas vorher wüsste. Lanston Cooper ist erledigt. Du bist schon wieder fast tot. Das ist gerade übel. Nee, es ist übel. Es ist ganz übel, jo. Mann, ich komme ja fast unterlevelt vor. Wobei, ich selbst nicht. Ich halte ja fast jeden Schlag locker aus. Nur halt ihr beide. Boah, nicht schon wieder. Hau ab. Ja, das werden hier schon die Hauptgegner sein. Die der ausweicht. Nicht. Hallo? Solcher Arsch. Eieiei. Pfui. Kevin, geh aus der Flugbahn. Schon wieder nicht getroffen. Ich hab ihn getroffen. Ja, schön, aber ich habe einen aufgeladenen Schlag eigentlich gehabt. Der eigentlich hätte treffen sollen tun. Hallo? Endlich. So, da ist ein Schalter. Was haben wir hier? Nein. Wieder einfach alles blockt momentan. Das ist schon krass. Was ein Wichser. Schon wieder? Hallo? Irgendwie nerven mich diese Viecher gerade. Vor allem nimmt Kevin mit jedem Angriff kritischen Schaden. Mit jedem Angriff. Kommst du bitte mit, damit ich das Viech auch irgendwann mal treffen könnte? Nein, nicht dich treffen lassen. Das Vieh. Nein. Oh, endlich mal ein Treffer. So, Schalter. Guck mal, das war der richtige Weg anscheinend. Ja, gehen wir jetzt einfach weiter, ja. Was ist das? Oh, warum rennst du raus? Was ist das? Ich wollte ein bisschen ausweichen, aber... Das sind zwei und ich töte sie jetzt mit... Jetzt. ...dem hier. Okay. Cyberblock. Ich wurde vereist. Bist da schön reingelaufen. 300, die leben immer noch. Und es werden immer mehr. Okay, geh durch die Tür, danke. Was zur Hölle? Ich zieh nicht mit dem Mittel. Ja. Schade, dass ich weiterhin vereist bin. Ja, das kommt schon irgendwann. Okay, irgendwie mag ich gerade dieses Gebiet nicht. Ich auch, absolut. Komm, lauf mal hoch. Ja, pass auf, weißt du? Der Boss wird dann wieder arsch einfach. Ja. Boah, Jungs. Ja, die habe ich jetzt übersehen. Dann füttern wir Kevin jetzt erstmal mit der Walnuss. Und lassen ihn dann sowas von reinhauen.
Gut, Kevin, und jetzt? Machst du deinen brutalsten Zauber? Hallo, ja. Danke, Kevin, für diesen unglaublichen Zauber. Ich habe Schaden gemacht. Und ich bin wieder vereist. Ich verstehe das immer noch nicht so ganz, wieso Kevin auf einmal einfach einen Zauber einfach mal weglässt, den man ihm eigentlich befiehlt. Das ist auch wirklich ziemlich nervig. Ja, vor allem, dass die Viecher immer noch leben. Wieso denn? Wir sollen nur sterben. Wir haben doch eh nichts zu tun am Tag, außer sterben. Der lebt immer noch. Leute, was? Oh, und jetzt teilen die sich schon wieder. Ich hasse dieses Gebiet hier. Ich gehe jetzt einfach auf den... Oder so. Einfach auf den, ja, oh, sein Glück. Komm, Kevin, bei Fuß. Es ist ja widerlich hier. Pfui, aus, buh.